Sie schauen die News auf TV. Im Herzen der Stadt St. Gallen sticht gestern Abend ein 42-jähriger Mann auf einen anderen ein. Der schwebt bis jetzt in Lebensgefahr. Die Kantonspolizei ermittelt. Noch sind aber viele Fragen offen, wie es zu dieser Bluttat gekommen ist. Dorothe Anderegg. Mitten im Feierabend beim Marktplatz St. Gallen schreitet der mutmaßliche Angreifer zur Tat. Sein Opfer ist ein 22-jähriger Mann, der vor einem Starbucks-Kaffee sitzt. Der Angreifer sticht mit einem Messer auf ihn ein und verletzt ihn schwer. Ein grosses Aufgebot von Rettungskräften trifft kurz darauf ein, sperrt das Gebiet in der Fußgängerzone grossräumig ab. Offenbar ist der Messerangriff aus dem Nichts raus passiert. Der beschuldigte mutmaßliche Täter konnte durch die Polizei festgenommen werden. Wir gehen von einem Einzeltäter aus. Im Moment ist die Lage unter Kontrolle. Das Opfer ist schwerst verletzt, ins Kantonsspital St. Gallen eingeliefert worden. Dort wird der Mann am Abend und in der Nacht operiert. Er schwebt bis jetzt in Lebensgefahr. Vieles rund um die Bluttat ist ungeklärt. Der mutmaßlich Beschuldigte ist unterdessen von der Staatsanwaltschaft befragt worden. Zu deren ersten Einvernahme gibt es aber keine Auskunft. Laut Kantonspolizei St. Gallen ist weiterhin unklar, ob Täter und Opfer sich kennen. Der mutmaßliche Täter hat einen verwirrten Eindruck hinterlassen. Darum sind auch medizinische Abklärungen Teil des Verfahrens. Die Staatsanwaltschaft hat unterdessen ein Strafverfahren eröffnet und stellt einen Haftantrag gegen den 42-Jährigen. Der ist polizeilich bekannt, allerdings nicht im Zusammenhang mit Gewaltdelikt. Mehr Auskünfte gibt die Polizei dazu nicht.